Ja, das wollte ich nicht. Mal wieder. Ab nach Marseille. Das war kein guter Versuch. Marseille is liberated. Finally. Ist der Cultural Influence Expanding, was in dieser Stadt auch sehr sinnvoll ist. Da die Stadt zwar sehr viel Nahrung produziert, aber nicht sehr viel Schilde. Aber hier ist auch nichts, wo ich noch Schilde bekommen könnte. Nicht wirklich. Ah, dafür kann ich jetzt mit dem Siedler hier endlich die Stadt bauen. Ja, es ist wieder die Frage, wie ich die nenne. Ist mir wieder das Städtenamen-Portfolio ausgegangen. Ich nenne sie Heidenheim. So, und ich hatte doch irgendwo Disorder hier in Kiew und auf einer Insel in Sassnitz. Ist auch gut, weil dann bekomme ich hier auch gleich dieses Nahrungsfeld. Und steigere nochmal deutlich meine Produktion. Und hier hätte ich doch noch ein paar Orte, wo ich eigentlich gerne Hurry drücken wollte. 4, das ist aber viel. Nee, 4 nicht. Aber hier tue ich das. Und auch hier. Library, warum nicht? Wenn ich das hier so sehe, könnte ich echt noch mehr Arbeiter brauchen. Man, die machen hier schon einen guten Job, aber Dschungel abbauen ist halt echt mühselig. Genau, und hier gab es auch noch ein paar Orte, wo das sehr sinnvoll wäre. Oh, hier ist es ja gleich fertig.
Das Courthouse, da brauche ich nichts mehr tun. Ja, nee, sieht gar nicht schlecht aus. Dann machen wir erstmal weiter. Ja, Husum hat jetzt selbst eine Verteidigungseinheit gebaut und braucht die Hilfe gar nicht mehr. Neu-Heidelburg wäre nicht schlecht. Hier wandere ich jetzt einfach mal rein in den Dschungel, in der Hoffnung, dass ich... Oh, glatt dran vorbeigelaufen. In der Hoffnung, dass ich dort diesen Barbarentrupp finde. Das Barbarenhäuschen finde. Gar nicht die Möglichkeit geben, anzugreifen. Und wir ziehen gleich weiter und holen uns hier Richmond, oder? Vielleicht auch erstmal diese französische Stadt. Brest. Hat sich gut verteidigt. Ja, Lyon ist das mit den Fellen, die Stadt. Und die wollen wir natürlich haben. Auch eine gute Verteidigungseinheit. Und ich muss mal in diese Stadt gucken. Oh, oh. Ja. Der braucht noch zwei Züge. Ich weiß nicht, wie viel diese Einheit noch braucht. Auf jeden Fall braucht die Einheit noch zwei Züge, um meine Stadt zu erobern. Hier ist halt überall Dschungel. Sieht nicht gut aus. Und der Riffleman braucht einfach drei Citizens, aber in einer Runde wird die Stadt größer. Vielleicht kann ich dann draften. Das ist cool, dieser Radius. Ja, gut, fahren wir weiter mit der Artillerie einfach mal hier ins Inland. Der gute General ist fertig. Dann schicke ich mal meine Hauptstadt.
Hier werden jetzt Siedler fertig. Bauen gleich einfach noch einen nächsten. Civil Disorder in Königsberg. Da ist ein Gericht fertig geworden. Hospital wäre nicht schlecht. Eine Bibliothek. Düsseldorf kann nicht wachsen, weil hier ständig Krankheiten auftreten. Durch den Dschungel in der Nähe. Und Disorder in Trier. Mainz hat eine Bibliothek gebaut. Verteidigungseinheit wäre nicht verkehrt, aber ich glaube, da sind auch schon welche auf dem Weg. Ein Hafen. Keine Ahnung, der bringt mir ja jetzt auch nicht mehr. Weil ich bekomme ja auch ohne Häfen die Luxusgüter aus der alten Welt. Mache ich mal das mit der Granary. Oder noch einen Worker. Erstmal die Granary. Ja, schön. Der kann jetzt auch bombardieren, aber es hat auch nur eine Reichweite von 1, was wiederum unschön ist. Ja, bei so vielen Einwohnern kann man auch mal ein paar Siedler bauen. Wo sind die anderen Orte, wo es Unruhen gab? In Königsberg? Ich glaube, das war auch nur einer hier und einer irgendwo im Inselbereich. Marseille ist auch noch. Die frisch eroberte Stadt. Mach einfach so weiter. So, die haben sich hier durchgeschlichen. Müssen also irgendwo hier in der Mitte sein. Nein, eine Fregatte baust du nicht. Du baust jetzt hier auch mal einen Siedler. Thank you.
Die Franzosen scheinen jede Menge Geld zu haben. Denn ich bekomme immer noch Geld, wenn ich eine Stadt erobere. Okay, ich brauche immer noch zwei Runden. Beziehungsweise drei bis in die Stadt. Na, zumindest kann ich mir die Stadt relativ schnell wieder zurückholen, falls sie jetzt in die Hände der Engländer fällt. Oh ja, wird jetzt von allen Seiten angegriffen. Und jetzt in der nächsten Runde wird es ja passieren, dass sich die Engländer die Stadt holen. So, ich werde mal auf meinen Zivilisationsberater gucken. Florent Advisor. Ja, die Römer und die USA sind auch so sauer auf mich. Ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Die Irokesen und die... Also die sind okay mit mir und die Irokesen sind sogar sehr glücklich mit mir. Ich werde die mal... einen Kontakt mit denen herstellen. Aber Military Alliance ist nicht, ja? Also ich würde ja gerne. Ja, einen Friedensvertrag haben wir noch nicht. Klar haben wir einen Friedensvertrag. Ich teile einfach mal die Weltkarte mit denen. Zwar überhaupt nichts davon, aber vielleicht gibt es dann irgendwann die Möglichkeit, mit denen eine Allianz zu machen. Vielleicht brauche ich aber auch eine Botschaft. Botschaft kann ich leider gar nicht gründen, weil ich dazu Geld brauche. Und Geld ist das, was ich wirklich überhaupt nicht habe. So, und hier kann ich endlich diese Stadt bauen, die mir die Kohle verschaffen soll. Und die nenne ich... ach, ich nenne sie einfach mal... Kohlengrube...
Genau, und du wirst jetzt verteidigt von der Cavalry und baust als erstes natürlich ein Courthouse. Ja, ich verliere meine Stadt, bin traurig. Königsberg wird ein Siedler gebaut. Disorder in Trier mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob die Fregatte in der Lage ist, Einheiten zu transportieren. Das probieren wir mal aus. Hier sollte vielleicht auch erstmal den Worker angehen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Sehr gut. Die Einheit ist leider gefallen. Ja, auch sehr gut. Oxford ist die Stadt, die ich noch haben will, wegen dem Öl. Da ist auf jeden Fall. Okay, das hat sich erledigt, weil die Stadt, weil ich die Stadt verloren habe, ist der Arbeiter schon zurückgegangen. Aber die Stadt will ich ja gleich wieder zurückerobern.
Ja, Husum ist falsch. Du musst nach Heidelburg. Der ist jetzt auch in Berlin angekommen und weiß nicht so recht, was er tun soll. Der ist mal festgesetzt. Halt. Habe ich zumindest schon mal diese Einheit anzugreifen. Disorder in Frankfurt, Breiten, Cologne. Battlefield. Madison ist fertig gebaut worden. Und ich habe Stahl als Brückentechnologie fertig. Dir auch ab nach Heidelburg. Frankfurt, Cologne und Brighton waren das, wenn ich mich recht erinnere. Brighton. Next.
Ich hole mir hier die Städte von den Engländern hier wieder. Die sie ganz am Anfang im französischen Gebiet gebaut haben. Oder direkt in der Nähe von französischem Gebiet. Ja, okay, dass wir diese Stadt hier zurückerobern, wird vermutlich eine Weile dauern, weil wir müssen ja hier erst regenerieren und diese zweite Einheit braucht vermutlich auch noch ein bisschen, bis sie da ist, weil sie wird ja erstmal diesen Franzosen da umhauen. Ja, und wie das dann weitergeht, das werden wir dann beim nächsten Let's Play sehen. Und ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.